Magst du Tabasco, Tobasco? ja. Tabasco mag ich, aber manchmal stört mich so dieser Eigengeschmack von Tabasco. Stimmt, ja. Servus Leute und willkommen zurück bei Shisha WG. Heute gibt es eine Reaction auf ein Video von Shisha Cloud. Der gute Shisha Cloud-Kollege hat sich überlegt, was mache ich lieber in den Kopf als Tabasco und teste das heute einfach mal. Was soll ich sagen? Ich wurde schon wieder ausgewählt, um irgendeine Scheiße zu machen, weil damit mein Board, es gibt voll Klicks, das feiern die Leute. Warum stehst du eigentlich nicht hier, David? Das ändern wir nachher noch im Video. Leute, ich teste Tobasco. Stimmt. Stimmt, er sagt echt Tobasco. Geil. Ey, geil, und es hackelt die Lost Emotes, feier ich. Shisha, ob das scharf wird beim Rauchen, weil manche mögen es ja scharf beim Essen. Vielleicht ist es ja auch geil beim Rauchen, weil ich esse gerne scharf. Okay, Mario, die Frage ist, magst du Tabasco? Tatsächlich ja. Nicht zu scharf, aber dass es cool schmeckt auf jeden Fall. Und wir probieren das Ganze mal Aber in der nochmal auf deine Pfeife aus. Frage zurück. Magst du Tabasco, ja. Tobasco? Tabasco mag ich, aber manchmal stört mich so dieser Eigengeschmack von Tabasco. Stimmt, ja. Ich will manchmal einfach nur scharf haben. Ja. So ein Peperoni paar scharf, so, ja. Chili-Flocken. Ja, Flocken nicht unbedingt, eher so normale Chilis. Ja. Ja, ich mag wirklich diese Chili-Flocken. Trockene. Wir machen das einfach mal in den Kopf oben rein. Aber diesmal übertreibe ich nicht sonst. Wie immer mache ich 10 Ich Tropfen wollte rein. gerade sagen, die Frage ist, wie viel der von dem Gramm reinmacht. Aber ohne Scheiß, ich glaube, das wird ihn richtig ficken. Ich weiß nicht, ob es ihr kennt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich koche super, super gerne Curry. Und bei Curry gibt es ja, also Thai-Curry, und da gibt es ja diese Currypaste, und die besteht praktisch zu 80% aus Chilis. Und wenn du die heiß machst und dann mal einen Atemzug über dem Wok nimmst, Junge, das fickt dir die Lunge weg. Kennst du Ja, das? ne. Alter, hast du nie so scharf gekocht, dass Nein. es deine Lunge gefickt? Okay. Nein. Ich koche gerne scharf, wie man merkt. Darf ich jetzt aber nicht mehr wegen der Regie. Die isst nicht so gerne scharf. Dumm Nö, gelaufen. ich klatsche mir dann einfach noch ein bisschen scharfes Zeug dran, dann ist er wieder scharf. Ja. Ja. Egal, wir gucken mal, ob es ihn zerstört. Ein oder so, David. Ja, du motivierst mich dazu immer. Wir machen jetzt mal so zwei, drei Tropfen oben rein. Zwei, drei Tropfen nur. Das ist ja So. weak. Kommt es schnell raus oder langsam? Aber ich Ist sag nur dir so ehrlich, ich glaube, der eins. Geschmack vom Tabasco Ich wird traue mich es noch eigentlich nicht schlimmer machen mehr. als die Schärfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schärfe Zwei. so durchkommt. Ey, das ist aber nicht so viel. Ja, ich hätte. Der hast du Gut. gerade selbst. Aber ich hätte mit mehr gerechnet. Ich glaube nicht, dass die Schärfe so durchkommt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Doch. Ich Nein. kann es mir super gut vorstellen, weil wenn du scharf kochst und einen wirklichen Atemzug aus dem Wok nimmst, Digga, das zerfetzt dich. Du hast eine Hustenattacke für 5 Minuten. Wie es schon riecht, Alter. Leute, ich würde echt am liebsten sagen, hey, komm, riech mal dran, aber das riecht. Das Kurze gehört Frage da an den Chat: einfach Hat er nicht gesagt, was rein. es für ein Tabak ist? So. Wir haben 4 Kohlen Nein, ich muss hier meine Kohle Kohle runternehmen. Ich angemacht. werde bekloppt, Alter. Fürs Protokoll, Leute, weil die wissen, wie Uhr es ist. Ich bin so dumm, ich habe eine Uhr Das Video gesucht. an der Hand Hast du nochmal nicht hängen raus. 11:04 Uhr, Ich glaube, es war Leute. auf Englisch. So, 11:04 Uhr morgens. Jetzt gucken wir Ja, mal, was moin. da abgeht. Erstmal 4 Kohlen aufs So, wir können gleich kurz Tabasco-Köpfchen. schneiden, weil es muss kurz warm werden, bevor ich euch hier jetzt Warm ewig werden. Warum zulabere. ist das so? Obwohl, wartet mal. Als nächstes kommt sogar noch ein Video. Das hat nämlich David heute beim Einkaufen. Wenn ihr unsere Stories ab und zu seht, also Leon, ich folgt uns streame auf auch jeden auf Fall auf Twitch. Shisha Cloud Official, dann seht ihr die Stories, was eigentlich den ganzen Tag so passiert. Und dann könnt ihr auch so ein bisschen vorhersehen, was Ja, kommt. Weil komm. David Rauch mal jetzt hier dein drei Tabasco, Junge. Fette Dein Tobasco. Knoblauchpacken. Entschuldigung. Also ich glaube, David hat noch einiges vor zu verfilmen. Ja? Also Knoblauch in der Shisha mit allem drum und dran. Sind wir mal gespannt. Kommt, wir probieren das Ganze jetzt mal. Sitzen. Ne, es sieht nicht so laut aus. Schmeckt bis Ursula, jetzt moin nichts. moin. Das heißt, glaube ich, muss da noch gleich mehr reinballern. Er schüttelt schon mit dem Kopf, ich muss. Okay, raus Also bis kommt jetzt schon ein schmeckt das Zeug bisschen. echt geil irgendwie. Das macht so einen kleinen Pep im Mund. Aber ist nicht scharf. Pep im Mund. Nee? Hätte ich wohl gern, gell? Das ist so Hätte ich Lebensmittelfarbe. wohl gern, dass du mich So erwischt bei hättest, gell? ihm. Ja. Ich So, hab bei dir geguckt. Wieder los. Der gute Tobasco. Aber du kriegst es damit. Wir machen ein bisschen mehr rein. Du kriegst das, was du Okay, sehen mehr willst. Tabasco. Tobasco, Entschuldigung.
Aber es dampft echt crazy danach. Also man riecht das Tabasco-Zeug, aber schütten wir einfach mal die Kacke hier oben rein. Der hat schon wieder Tabasco gesagt, oder? Ja. Also man riecht das Tabasco-Zeug, aber schütten wir einfach mal die Kacke hier oben rein. Tato? Ich hab's nicht ganz verstanden. Jetzt musst du das aber wissen, ey. Ja, jetzt klatscht er richtig rein. Am Anfang so 2-3 Tropfen, jetzt halbe Flasche. Klatschen. War es ein bisschen viel? Weiß ich nicht. Ja, wenn es jetzt nicht ballert, dann machen wir es in die Bowl. Was, er will es aber auch. Mhm, er hat Bock. Kannst du kurz anziehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das gesund ist. Sagt er, nachdem er fucking Nutella schon in den Kopf gepackt hatte und jetzt beschwert er sich bei Tabasco. War mit Tabasco? Ah, das schmeckt! Was geht? Es wird ja nicht mal scharf, oder? Es schmeckt einfach. Ich sag doch, das wird nicht scharf. Die Scheiße schmeckt. Ich hätte gedacht, das wird scheiße scharf. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte echt gedacht, das knallt in richtig. Das ist scharf oder irgendwie eklig oder beißen. Leute, die Regie ist schon hochgegangen. Das ist so süßlich. Süß. Richtig gut. Also ich habe selten so einen guten Kopf gekocht, Leute. What the fuck? Ich wüsste halt wirklich gern, welchen Tabak er drin hat. Das ging jetzt in die andere Richtung. Irgendwie schon. Aber ich schwöre, das ist gerade einer der seltenen Köpfe, der mir mal wieder schmeckt. Leute, ich rauche so viel. Ich habe alles mögliche schon geraucht, mir schmeckt fast nichts mehr. Aber ich muss gerade echt sagen, irgendwie macht es gerade Bock. So, ein bisschen Bärbär machen. Ja. Der Fall dran gebunden. Der hat wirklich also, richtig Bock, ja. Also nimm noch mal einen Zug kurz und dann hauen wir noch mal mehr rein. Das schmeckt geil, das Zeug. Das kann ja nicht sein. Was sagt der, das schmeckt echt gut. Aber du kannst es nicht ab sofort einfach immer Tabasco in deinen Kopf ballern. Ich glaub, schon wieder Tabasco. Der weiß einfach nicht, wie das heißt. Also machen wir das Video schnell zu Ende. Was soll's, Alter? Schmeckt. Aber eigentlich ist es doch schon scharf, das Zeug, oder? Ja, du kannst ja mal kurz probieren. Ich wollte gerade sagen, er hat einfach mal probiert. Danach machen wir das dann. Nimm nicht die Kamera in die Hand. Ich glaube, wenn er sich was ein bisschen Stück schmiert, hat er mehr davon. Wie viel da oben drin ist. Ich sieht irgendwie schon eklig aus. Bald gibt's Tabasco-Shots für den Tabak. Benni, putz mal die Pfeife nachher. Es schmeckt. Weil gerade jemand sagt, ist nicht scharf. Ja, Digga, ich finde Tabasco ist auch nicht das schärfste Zeug, das es auf der Welt gibt. So, natürlich bei weitem nicht. Es ist eine würzige, scharfe Soße, aber es ist der nicht Geschmack so, macht's. Oh mein Gott, es soll ultra scharf sein. So. Es ist halt eine würzende Soße. So. Ich glaube, der Eigengeschmack ist einfach das, was es gewöhnungsbedürftig macht. Ja, safe. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, also Tabasco ist jetzt auch keine nicht scharfe Soße, kann man auch nicht sagen, aber ich hätte gedacht, das ballert mehr. Das kann doch nicht sein. Das stört mich. Das ist gesund, was ich gerade tue. Bekomme ich nachher durch? Das bei denen, ja. Oder? Ja. Was passiert nachher? Probier mal. Das schmeckt geil. Keiner bei Shisha Cloud kann es machen, kann es probieren, kann es glauben. Ihr habt selten so einen guten Kopf gekocht, drauf. Ich lüge nicht, Leute, ich meine es ernst gerade. Ich vertraue dem nicht. Nein, Corona-Zeiten, kein Problem. Einfach in einem Mundstück. Schmeckt. Man merkt es aber schon. Ja, so schon so ganz leicht so. Ja, das ist der Geschmack, das ist so. Vom Haus. Nee, leider nicht. Süßlich auch ein bisschen. Ich hätte es jetzt auch gerne probiert. Ehrlich? Aber es schmeckt. Ja. Also nicht heute, weil ich eigentlich schon angeschlagen bin, aber... Wir haben doch nichts anderes rein, es war gerade original verpackt. Also Lenny, probier mal kurz, ob das scharf ist. Ist doch gar nicht scharf. Mario hat mich vorhin gehauen. Bin angeschlagen. Ich hasse alles. Ich hasse Bild aus dem Zett bekommen von ihm. Ja, jetzt okay, schenkt über die komplette Zunge drüber. Stream alleine. Der Mario schreibt vorhin so, leg schon mal Kohle auf. Ich schicke einfach ein Bild, wie ich im Bett liege. Was habe ich geschrieben? Das schaffen wir eh nicht mehr vor dem Stream. Wir haben noch eine Stunde noch was Zeit. Nee, wird schwer. Gerade schlecht. Hier, Mario hat geschrieben, hau schon mal Kohle an und ich so. Gerade schlecht. Bild aus dem Bett. 1000 Skurril hat es eigentlich. Mach jetzt. Scharf? Ja, Tabasco halt. Tabasco halt. Ja, Tabasco halt. Die Kamera nachher liegt da auf dem Boden. Leckt den Tonboden. Wie machen sie das ins Wasser? Das ist normal, gell? Nee. Ich glaub schon, doch.
Das Video geht doch ein bisschen. Stimmt, Alter, ist noch halb rum. Seltsam. Seltsam. Echt seltsam. Ja, gut, Leute, aber ja, schmeckt. Leute, ich mach's jetzt noch in die Bowl, weil irgendwie. Das okay. Ich sollte Hellseher werden. Das ist echt so. Vielleicht habe ich das auch schon mal gesehen. Pass auf, Leute, wir machen das jetzt in die Bowl rein. Aber da müsst ihr halt jetzt die ganze Flasche reinknallen. Ein bisschen was. Also die paar Tropfen sind da, glaube ich, einfach zu wenig, als dass das was... Haben das gerade nachgemacht und das schmeckt nicht mal so kacke, aber richtig mega ekelhaft. Echt? Habt ihr das wirklich jetzt direkt nachgemacht, oder was? Geht noch was, oder? Was meinst du? So, Leute, also wir haben echt vom Flaschenhals, das Ding war voll. Ja, gut, auf das Volumen ist das jetzt gar nicht mal so viel, würde ich sagen. Mach das. Oh, fuck. Weil das da oben am Glas ist, glaube ich. Jetzt kann ich mich drauf einstellen, das weiß ich ja. Aber irgendwie ist der Kopf los. Ja, Digga, der auch mit dem Apo, was willst du erwarten? Also der hätte es eigentlich mal mit ich kann noch nichts sagen, warum müssen. Ich muss das noch ein bisschen kurz anziehen und dann... Ich glaube, dann wird es anders ausgegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass das anders kickt, ja. Indisch Chicken Vindaloo Tabak bald erhältlich. Es geht tatsächlich. Also, du hast eine Schärfe. Du hast jetzt eine Schärfe beim Ausatmen und Einatmen. Du hast den Geschmack. Krass, dass das in der Bowl mehr ausmacht als im Kopf. Das hätte ich nicht gedacht. Hättest du das gedacht? Nein. Nee. Weil Milch macht ja auch nichts aus, ne? Nicht viel. Haben da wir waren wir uns gestellt. Ja relativ einig. So. Also alle, die Milch rausgeschmeckt haben, haben auch gesagt, macht nicht viel. Geschmack auch im Mund. Aber. Es läuft. Danke fürs Abo. Ja, okay. Ich glaube, ich muss nicht ganz so den coolen spielen. Das ist schon ein bisschen scharf gerade. Also im Hals. Ich weiß es halt auch nicht, ob das einfach gesund ist oder was das gerade mit mir macht, aber... Warte mal, gleich ist David dran. Das Wasser ist nicht rot vom Tabasco. Das war vorher schon rot. Ja, das war einfach man kann es rauchen, es ist scharf. Aber ich glaube, ich steigere mich da so ein bisschen immer rein und dann wird es mir direkt nicht schlecht. Putzen, ey, ist so nervig. David, wir wechseln mal die Perspektive. Du rauchst mal ein bisschen und sagst du mal was. Scharf mag ich eigentlich gar nicht. Mag scharf gar nicht. Also, nee. Es ist nicht richtig scharf. Es ja, war trotzdem übersteuert. Echt? Ja, ja. Sein Gesichtsausdruck stimmt so gut. Und? Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Krass, okay. Doch, okay. Es ist schon, also ich finde es schon scharf, auf jeden Fall. Wodka im Kopf? Aber nee. Ich esse eigentlich kein scharf. Ich esse gerne scharf, deswegen ist es nicht ganz das so Farbspiel, aber. Das Farbspiel in der Bowl ist mega geil. Digga, das X-Shisha Ruby Red heißt das, glaube ich. Fertig. Das ist so ein Pulver, kannst du dir kaufen. Alter, was ist das denn hier schon wieder für eine billige Werbung? Es geht, aber zieh zwei aber jetzt geht's. Krass. Du ziehst auch echt wie ein Verrückter, gell? Jetzt geht's, gell? Das ist schon der erste. Krass. Die Gewöhnung, aber wie ist der Geschmack? Süßlich? Also es, auf jeden Fall, es prickelt, so wie du gesagt hast. Doch. Aber meine Nase läuft gerade. Man schmeckt schon ein bisschen den Tabasco. Was schmeckt aber nicht schlecht. Meine Nase läuft gerade da so ein bisschen. Schaut an, hört ihr das? Schade, aber ich dachte, das basht viel mehr. Ja gut, dann würde ich sagen, als nächstes, Knoblauch oder so. Meine Nase rotzt echt. Okay, der kam von unten. Nimm mal jetzt kurz einen Zug, bitte. Autofokus auf Leute, Alter. Schaltet nicht ab. Warte, das ist steckreich. Nimm mal jetzt kurz einen Zug, ganz leichten. Kein Problem. Na gut, begeistert sieht er nicht aus. Passiert gerade nichts bei dir? Junge, es war gerade übel scharf bei mir. Vielleicht ist es immer, wenn sie es ein bisschen stehen lassen. Zug aus dem Schlauch raus, in den Hals. Push den mal komplett aus und dann nochmal. Alter, ich bin gerade fast verreckt, David. Das war gerade richtig scharf bei mir. Maggi ist doch nicht vom Grund aus ekelhaft. Es gibt nichts Geileres als Maggi. Hä? Jetzt muss ich das noch... Ich hab gerade gezogen, ich bin gerade fast verreckt. Wie kannst du das so ziehen? Ich find's jetzt richtig scharf.
Okay, Leute, also, die Jungs wollen es wissen, die wollen auch ein bisschen sterben, aber wir halten fest, im Kopf scheint Tabasco gar nicht so schlimm zu sein. In der Bowl scheint es ein bisschen mehr auszumachen. Ich werde es nicht testen, Leute, das haben jetzt genug Leute schon gemacht, aber ja, im Kopf anscheinend gar nicht so schlimm. Wenn euch das Video dazu gefallen hat, Leute, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen, dann weiß ich, dass euch die Reactions gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-BG.